Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir stehen hier mit unserem Mann-Base-Core auf der Startbahn mit der runden Fähre hier oben drauf und sind ready for Liftoff. Ich würde aber sagen, wir tun hier einen schönen Countdown wieder mal verwenden. Ich liebe diese Countdowns. Wir nehmen Delta, nehmen wir mal die Long March V2. Das ist gleich eine chinesische Variante der Rakete. Und wir machen Launch. Schauen wir mal, was da rauskommt. Er hört sich chinesisch an. Das hört echt chinesisch an, oder japanisch? Weiß jemand, ob das chinesisch oder japanisch ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Ah, fuck, warte mal. Ich hab die Arme nicht retracted, jetzt sind wir fest. Upsi. Scheiße. Warum sagt ihr denn nichts? Sag doch, dass ich die Arme nicht zurückgenommen habe. Okay, wir nehmen jetzt dann nur noch 10 Sekunden an, ich schwör's. Ah, dass ich da selber nicht drauf gekommen bin, dass ich die Arme noch zurücknehmen muss. Oh, es ist peinlich. Vor allem im Video, ihr wisst gar nicht, was teilweise passiert ist. Hinter den Aufnahmen, es sind ja mehrere Gigabyte an, oder ich glaube fast 200 Gigabyte Videomaterial für die 100er Folge passiert. Wie oft ich genau diesen Fehler gemacht habe. Ich weiß nicht, habe ich das auf 1 und 2 platziert? Ja, schau mal. Sollte man natürlich wissen, dass man das noch drin hat, ne? Long March V2, Atlas V5, wir nehmen die Skylab, hört sich cool an. Launch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Mission. Let's go, my friend! Ah, stimmt, warte mal, das war ja auf den Mond eingestellt, ne? Deswegen achtfacher Schub. Hopsi! Ich muss mal meine Lautstärke ändern. Ah, viel angenehmer so. So, jetzt startet der nächste Ding hier von unserer Stadt. Wir haben noch nie wirklich die anderen verwendet, ne? Also, weil es mir mal so auffällt. Aber wir haben trotzdem 0,3 stärkeren Schub, wie wir bräuchten. Damit wir sozusagen hovern. Weil 1,0 ist ja hovern. Und drunter ist, dass du runterfliegst. Und drüber ist halt, dass du hochfliegst. So funktioniert der SGV im Grunde. Wenn du es so siehst. Also, im Grunde bräuchtest du genau so viel Schub nach oben, wie du Kraft nach unten hast. Grundsätzlich, ne? Ja, schau mal, wie schnell es jetzt steigt. Schön. Wir machen auf 10.000 wieder unseren Burn. Ich finde, die schaut gar nicht mal so schlecht aus. Wir müssen mal bestimmte Sachen jetzt dann erforschen und abändern, dass es besser funktioniert. Aber, also ich hätte gern mal, was ich gern hätte, wäre ein größere Fairing. Wäre bestimmt ganz, ganz geil. Und grundsätzlich bin ich aber mit unseren Raketen aktuell sehr zufrieden. Sie funktionieren gut, sie laufen einwandfrei. Was willst du eigentlich mehr bei solchen Raketen? Hauptsache, sie laufen. Was jetzt dann natürlich danach kommt, große Weltraumraketen, also wirklich Raketen, die dauerhaft im Weltraum sind, wo du nur noch andockst. Du musst halt die Antriebe maintainen, die Solarpaneele, aber dafür hast du ja dann Kerbals, die da drauf arbeiten. Also sozusagen große Raketen, die die Missionen machen zum Mars und alles, weil ich glaube nicht, dass da sozusagen kleine Raketen wie sowas ausreichen, weil immerhin wir müssen Essen mitbringen, trinken, alles, und wenn wir eine Bodenstation da aufbauen, würde ich das instant machen. Bedeutet, eine Rakete vorschicken, die alles lagert, und dann vielleicht eine kleinere mit Crew an Bord, weil die größeren bräuchten wahrscheinlich extrem viel stärkere, aber wir können gerade unseren Orbital Burn machen, so zur Info. Also die größeren bräuchten halt dementsprechend auch, kommst du mit, Punkt? Mein... Jetzt biegt er sich, jetzt beugt er sich meinem Willen.
So, wir sind bei 36 Apoapsis, 37 Apoapsis. Wir haben immer noch hier 2,3 mittlerweile, geil. Und 2000 MS noch übrig, das könnte für einen guten Orbit sogar reichen. So. Ich hasse, das ist das Einzige, was ich so teilweise hasse, wenn die so instabil werden, aber... Was willst du machen, ne? Was willst du machen hier? Wir sind aber auf dem gleichen guten Weg mittlerweile. Ganz, ganz guten Weg. 60.000 mittlerweile bedeutet... Wir tun noch mal ein bisschen... Weiter absenken, das ganze Teil. Wir sind zwar noch in der Atmosphäre, aber... Wie gesagt, es ist ja eigentlich nur noch Booster und der Hauptantrieb hat auch noch fast 3000 MS. Das Ding ist halt extrem überbaut. Was jetzt ja hier zum Glück kein Problem darstellt. Wenn man in anderen Let's Plays würde es vielleicht, oder wenn wir jetzt Karriere machen würde, würde das Probleme darstellen. Aber in unserem Fall ja zum Glück nicht. Na, wir gehen aber schön hoch. 9000. Ich will auf 11, paar tausend hoch und dann einmal noch einen schönen Boost oben geben und dann ist es vorbei. Aber er boostet schön hoch, das ist schon mal eine sehr schöne Sache. So. Das ist schön, wir fliegen schön nach oben. Ich würde gerne hier vorspulen. Hier vorspulen und wir sind schon im Weltraum. Das ging flott. Ja, warum Auto vorspulen abgebrochen? Hier vorspulen. Map. So, jetzt erhebt sich natürlich die Rakete wieder nach oben, wegen Erdrotation und alles, und ändert sich natürlich dann Ding, weil wir ja auch in der Umlaufbahn... hallo, ich rede scheiße. Bin heute wieder ganz gut drauf. Aber ich glaube nicht, dass das SCAS aktuell drin reicht, um die dementsprechenden Aufgaben auszufinden. Geil wäre so ein Procedural SCAS, das du auch bauen kannst, dass da deine Rakete angepasst ist. Das wäre natürlich mega geil. So, 12 Sekunden noch. Und dann tun wir langsam Gas geben, drehen und Vollgas. So, jetzt muss die Drehung eingeleitet werden. Wir haben noch 800 im Essen der Stage. Und wie gesagt, die ist natürlich heftig overpowered eigentlich. Also wenn es realistisch sieht, ist die echt overpowered as fuck. Einfach eine overpowered Rakete aktuell, aber hey, overpowered is our name. Also die könnte wahrscheinlich sogar easily noch landen, denke ich mir. Mal schauen, wie viel Schub die noch drin hat. Für den Kopf auch noch. Klar, wir sind jetzt nicht mehr in der Atmosphäre, aber hey, schau mal. Wir brauchen fast nichts mehr für den Orbit. Nichts mehr. Jetzt machen wir die Coupling, X erstmal und die Coupling. Wir machen hier gleich mal die Jettison Fairing. Das Geilste, du kannst sie einzeln jettison. Also ich finde diese neue Fairings mega geil. Die schauen nicht auch von innen richtig cool aus und haben ein richtig geiles Design. Ah ja, stimmt, das Ding hat ja Solarpaneele dabei. Die wir natürlich aufbauen können. Ich habe vergessen, dass das Teil es hat. Das Ding ist ja richtig modern sogar. Also ein cooles, ist auf jeden Fall eine coole Startrampe für Großmissionen, die viel Power benötigen, weil einfach das Teil mega viel Power hat. Die Stage ist leider jetzt halt ein bisschen schwächer. Also jetzt schon, die hat weniger SGV. Aber sie funktioniert und sie ist stabil. Das ist mir das Wichtigste gewesen. Das ist eine Beizer-Jettison, perfekt. Die Füße sind auch noch dran und ach, das Ding, ich finde, das schaut sogar gar nicht mal schlecht aus. Es hat ein cooles Design, finde ich. Echt cool. Und jetzt hat immer noch Erz. Puh, das wird unser erstes Teil sein, das mit Erz ankommt. Ich habe das nicht eingeführt. Das Metall, ich mag diesen Metallschein teilweise. Also zum Beispiel an dem Booster finde ich das auch mega nice. Kriege ich dich gedreht? Ja, schau an. Es funktioniert. Geil. Wo ist ab? Wir sind auf E auf Apoapsis. Bedeutet, wir können die Triebwerke mal aktivieren. Und ich hört mal, wie leise. Die sind richtig angenehm zum Anhören. Und sie schauen schick aus. Und wir sind gleich im Orbit. Wir sind gleich im Orbit. Und wir sind im Orbit. Yay! So, wir machen ein bisschen Circularizen. Ich hab's heute echt nicht mit Englisch. Ich habe heute eine Englischhausaufgabe machen müssen. War so am Arsch. Ich habe keinen Plan gehabt, warum ich das so... Ich habe es heute voll falsch ausgesprochen die ganze Zeit. Horror gewesen. Horror.
So, warte mal, das ist ein bisschen zu heftig hier. Close, bitte. Ich will eigentlich nur ganz wenig Schub benötigen. Deswegen ich gerade hier einen originalen Punkt anschaue. Wenn ihr das Video seht, müsste eigentlich sogar schon, wenn ich mich nicht komplett gerade irre, der Perseverance Rover auf Mars gelandet sein. Mega geile Sache. Und vielleicht ist sogar die SN10 diese Woche schon gestartet. Ich kann es euch nicht sagen. Wie gesagt, ich nehme es davor auf. Wie gesagt, diese Woche war bestimmt dann eine mega geile Woche, wenn die SN10 mitgestartet ist und vielleicht sogar gelandet ist. Wer weiß es. SN9 ist ja leider nicht so gut gelaufen. Aber wer weiß, vielleicht ist SN10 gut gelaufen. Also ich bin ja riesengroßer Fan mittlerweile von SpaceX und von seinen ganzen Ideen dahinter. Vielleicht merkt man es an meinen Raketen mittlerweile an. Ich versuche auf den ähnlichen Weg auch zu gehen mit zum Beispiel unserem neuen Kerbal-Transportsystem, was wir da gebaut haben, was jetzt auf dem Mann steht. Ist sehr ähnlich angelehnt, die Idee. Und normalerweise müsste ja die Rakete auch auftanken im Weltall, um Kerbal in Orbit erst, bevor sie weiterfliegt. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Bei mir kommt es halt bis zum Mann und dann nach der Landung ist sie leer und wird halt dann auf dem Mann aufgetankt rein theoretisch. Kann man aber auch ändern. Man kann eine Tanker-Version bauen in der Zukunft, wenn die besser zum Fliegen sind, und fliegt halt ein Tanker auch hoch. Oder man tut oben eine Station machen, eine Tanker-Station oder sowas. Keine Ahnung. Also Möglichkeiten existieren ohne Ende. Und das ist natürlich das Geile. So. Wir machen das mal hier vorspulen, weil wir sind ja im Orbit. Hui! Und jetzt gehen wir auf die dunkle Seite des Mondes. Die dunkle Seite. Komm auf die dunkle Seite, mein Freund. Warte mal, stopp. Bevor ich hier was mache, hier unten ist die Alarmglocke schon wieder weg. Wir brauchen Schub. Wir müssen sowas. Die Dinger sind leider extrem schwach. Aber sie halten dadurch halt länger und sie verbrauchen weniger. Was eigentlich der damalige, war relativ klein oben, was Kompaktes zu bauen, was viel Schub hat. Und da waren die an perfekten Antriebe. Leider, sagen wir mal, nicht unbedingt für die Aktion jetzt hier. Was es ganz ein bisschen schwerer macht. Komm, bitte. Das wird jetzt echt hart. Also wird jetzt echt hart, die ganze Mission hier. Da bin ich jetzt... Ich habe ein bisschen verguckt mich. Ein bisschen verguckt. Wenn ich nach unten gehe, holt der dann auf, der Perapsis? Perapsis, ja, holt auf. Auf jeden Fall ist er gleich schnell. Mittlerweile wieder. Schauen wir mal. Es muss ja nicht derselbe sein. Rein theoretisch könnte ich das ja auch ohne. Aber ich mache es immer mit, einfach um so einen groben Punkt zu haben, wo ich weiß, okay, ich brauche relativ wenig. Ich versuche ja immer, wenig zu verbrauchen. Keine Ahnung. Ich will gerne grundsätzlich auf der Idee... Wir versuchen so wenig wie möglich einzusetzen, weil es kostet ja was. Wir spielen zwar nicht Karriere, aber ich spiele immer so ein bisschen, als ob ich Karriere hätte und halt auf Geld achten müsste. Einfach weil es das Ganze noch interessanter macht. Wenn du nicht so ohne Limits machen kannst, kannst du alles machen. Rein theoretisch kreativ bauen eine 5-stündige Rakete, die bis in den Himmel schaut mit dem Modpack. Hey, kein Problem. Ah ja, stimmt. Ich wollte zur 100er Veröffentlichung das Ding raushauen, das Modpack. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Das wird auf jeden Fall auch dabei sein. Keine Sorge, das habe ich nicht vergessen. Habe ich überhaupt nicht vergessen. So, nö. Also absolut nicht. Was denkt ihr von mir? Als ob ich das vergessen hätte. Ich habe es vergessen, aber das ist schnell nachgeholt. Da wird noch ein Linke nachkommen. Ein bisschen, komm schon, noch ein bisschen. Perfekt. So. Und dann fliegen wir jetzt bis hier vor. Das Ding hat ja zum Glück eine richtig gute Antenne mittlerweile wieder. Also bei uns wird ja nur Hightech nur noch verbaut. Nur noch das Neueste. Und wir haben noch 1800 ms, was reichen sollte, uns auf jeden Fall in den Suborbit auch zu Suborbit hier wieder auf den Mann zu bringen. Und dann haben wir noch 2400 ms in der Original Central Base, die dann auch vollgetankt ist schon. Also da kann auch wieder rein theoretisch eine Rakete landen, sich auffüllen und dann weiterfliegen. Was ja eigentlich das Sinn dahinter ist. Als erstes werden wir die dann wieder auffüllen und dann die Erztanks voll machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das funktioniert und wenn ja, wie gut es funktioniert. Weil wenn es funktioniert, Hammer. Dann kommt als nächstes ein Fahrzeug mit einem Kran und ja, so geht es dann weiter. Ne? Die Story muss fortgeführt werden. Und ja, also ich werde auf jeden Fall
bis zu diesem Video überall drunter posten. Das Modpack. Und auch immer aktuelle. Also wir werden einen Ordner auf meiner Cloud anlegen, worauf ihr zugreifen könnt und dort dann sozusagen die aktuelle Version des Modpacks erhaltet. Ihr werdet auch immer das Datum bei den Modpack-Dingen mitkriegen, weil einfach sozusagen ich wahrscheinlich jeden Monat mal update für euch. Und weil es wird, vielleicht ändert sich auch nichts daran. Also ihr kriegt immer dann wahrscheinlich, wenn ich mal ein bisschen mehr geupdatet habe und sage, okay, jetzt lohnt es sich wieder zu wechseln, kriegt ihr ein Update für ein Modpack. Also es lohnt sich immer mal wieder zwischendurch reinzuschauen, aber es wird auch nicht immer unbedingt, dass sich was verändern. Das könnt ihr mir auch glauben. So, bremsen. Prrz. Ruhig, Bruder. Nicht weiter. Ruhig. Ja, so ist gut. Spulen wir mal hier vor spulen. Das sind jetzt aber nicht unbedingt, also die 70, die angekündigt waren, waren irgendwie für was anderes gleich gedacht. Vielleicht war es auch wieder das Vorspulen, keine Ahnung. Zwischendurch habe ich das Gefühl, wenn man bestimmt vorspult, bei bestimmten Sachen verändert sich der Orbit. Oder irgendwas übersehe ich beim Orbit machen mittlerweile. Weil ich habe in meinem Multiplayer-Server, wo ich ein anderes Modpack verwende, dasselbe gehabt. Ich wollte zu Minmus fliegen und bin auf einmal Minmus vorbeigeflogen, obwohl ich ein Intersection mit dem hatte eigentlich. Also irgendwas ist da passiert wieder. So, auf dem Mann sind die natürlich wieder relativ effektiv. Hier 5,17 SGV, was natürlich mega Schub ist. Also die Dinger funktionieren auf Kerbin nicht so gut, aber hier funktionieren die mega geil. Was mich immer voll happy macht. Vor allem, wir müssen nachher noch ein bisschen den Orbit anpassen und dann ist es eh schon wieder gegessen, das Ganze. Zack. Und jetzt können wir dann ungefähr hier Manöver hinzufügen. So anpassen und zusammenziehen. Und orbiten. 9000. Schau mal, 17.000, ja, das sollte passen. Das wäre der nächste Kampfplan hier. Hier vorspulen. Wie lange dauert das? 17 Sekunden Schubzeit, das ist natürlich auch genial. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir immer eine Verbindung irgendwie haben. Ja, diesmal über unsere Station sogar direkt. Mega nice. Das ist natürlich mega geil, wenn die Station hier mithilft. Weil die werden wir jetzt auch dann landen. Und da müssen wir natürlich wieder warten, bis die Sonnenseite ist. Das werden wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall erleben. Da werde ich vorspulen, bis sozusagen die Sonnenseite rauskommt. Und bis dahin sollte unsere Teile ja eh orbiten können. Es hat ja genug dabei. Und dann werden wir einen Landungsversuch in der Nähe machen, weil das ist immer das spannendste Teil, in der Nähe versuchen zu landen. Da werden wir nicht auch speichern, weil es einfach nicht immer unbedingt, finde ich, möglich ist, dass du es schaffst. Oder es schafft, man schafft es schon, aber man muss halt klug sein. Ne? Und das bin ich ja nicht unbedingt. Ja. So. Nein. Come on. Hier zurück. Yes. Okay. Das finde ich leider mit dem Update. Ich habe ja dieses GUI-Interface da geupdatet hier für das, damit man es preciser machen kann wie sonst. Das funktioniert leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Also es ist echt leider ein bisschen schade, weil ich sehe jetzt hier zum Beispiel nicht, wo genau der Punkt ist und alles. Was mich so ein bisschen verstört, weil ich mag das, wenn das so ein kleiner Punkt ist. Jetzt sehe ich da unten dieses Teil und es passt sich der Größe an. Ich finde es cool mit den ganzen Eigenschaften, das ist zum Beispiel so eine Sache, die mich wieder stört. Aber ja, so. Wie viele Sekunden haben wir noch? Fangen wir schon mal langsam an, oder? So eine langsame Anpassung ist ja nie schlecht. So. Schubzeit angepasst, so zack. Oh, passt doch kurz gut. Würde ich sagen. Hier haben wir 15.000, hier haben wir 31.000. Ja, Leute, jetzt leckt es kurz wieder, weil natürlich die Grafik reinlad. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt. Ich habe gesehen, es haben nicht viele abonniert, die ihr zuschauen. Und vergesst nicht,
die Glocke zu aktivieren, damit ihr jedes Mal informiert werdet, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Und schreibt in die Kommentare, was ihr noch für Ideen hättet, wenn was wir weitermachen können. Wie gesagt, der Plan ist, wie gesagt, die Monstation jetzt aufzubauen, die zu vergrößern, damit wir da ordentlich Ressourcen scheffeln und dann uns mit großen Raketen Richtung Mars aufzumachen für eine Dauerbesiedlung direkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns sonst in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.